Hallo und herzlich willkommen am Tag Nummer 58. Ja, wir haben jetzt schon einige Zeit hinter uns und ich fange heute mal oben an. Und zwar sind wir jetzt in dem einen Kinderzimmer. Ich hoffe, es geht mit dem Ton, aber wie gesagt, es ist noch nichts drin, es hallt hier ziemlich. Hier ist jetzt Beton gegossen, dass einfach alles gerade ist, wenn wir dann hier das Laminat legen. Und ich weiß nicht, wie weit beim letzten Video, doch, da hatte ich das alles schon erwähnt. Also das Heizungssystem ist jetzt komplett angeschlossen und es kommt jetzt nur noch mal zum Schluss, wenn alle Heizkörper drin sind, weil bei uns unten im Zimmer ist ja der noch abmontiert, kommt einfach noch mal der Hydrauliker, stellt noch mal alles ein und entlüftet noch mal. Aber hier ist wohlige 20 Grad. Man sieht hier unten diese Entfeuchterbehälter, die sind auch schon teilweise hier so mit 15-20% Wasser gefüllt und es hat schon was gebracht. Das Ganze hat jetzt getrocknet übers Wochenende. Wir haben jetzt Sonntag. Hier sehen wir schon einfach die Stahleinlagen. Jetzt kommt noch das zweite Kinderzimmer hier. Und ansonsten hat sich weniger getan hier im Flur, beziehungsweise hier drüben beim Philipp sein Zimmer. Das ist alles noch jetzt momentan der Lagerraum, aber ich denke mal, das wird sich dann auch die nächste Woche ändern. Im Badezimmer, ich hoffe, dass es die Kamera jetzt schafft, weil ich habe jetzt kein Flutlicht hier, sieht man jetzt schon hier links die weißen Fliesen, hier rechts die weißen Fliesen und diese dunklen Fliesen, die kommen jetzt noch bis hier vor. Und dann wollen wir uns einfach hier eine Glasscheibe dran ziehen. Und hier ist ja dann praktisch der Duschanschluss. Das kommt jetzt auch. Hier unten ist auch schon Beton gegossen. Hier wird dann der Abfluss von der Dusche reingearbeitet. Und ich denke mal, dass hier einfach dann jetzt am Montag noch die restlichen Fliesen gelegt werden. Unten ist jetzt das Größte geschafft. Und zwar, wir haben jetzt gestern angefangen, das Laminat zu verlegen. Und man sieht jetzt schon, wie das Ganze dann aussehen wird. Ja, das ist jetzt praktisch das Wohnzimmer. Hier hinten kommt dann Fernseher hin. Da steht jetzt noch mein ganzes Gebälk. Da haben wir jetzt auch die Elektrogeräte bekommen. Die kamen am Freitag. Da habe ich jetzt einfach eine Palette drauf, wo es Laminat drauf war und arbeite hier mit meiner Stichsäge. Das ist ein geniales Teil von Ryobi. Ich denke mal, ich werde zwischendurch dann hier auch mal ein paar Sachen vorstellen. Ich habe ja schon den Akkuschrauber. Und das Ding geht wirklich ab. Ja. Da habe ich mir von Bosch habe ich mir so Blätter besorgt im Baumarkt. Da hat er noch gesagt, kann man gut mit Laminat schneiden. Ansonsten habe ich mir halt alles auch besorgt, was man im Internet bei den Videos sieht, hier von Wolfkraft für die Heizungen, ja, damit ich halt hier unten, jetzt gucken wir mal, die Löcher reinmachen kann und dann mit Holzleim hinten verleimt, dass das ordentlich aussieht. Da kommen dann noch diese sogenannten Rosetten drauf für die Rohre und dann sieht es ordentlich aus. Hier mussten wir uns was einfallen lassen. Da sieht man es aber, meine Kniescheiben. Da habe ich praktisch hier mit zwei Laminatplatten arbeiten müssen, weil es einfach nicht gereicht hat. Aber das ist unter der Heizung und dafür das, was wir das erste Mal gemacht haben, ist es ganz okay. Was ich gleich sagen kann, wir haben jetzt gestern von um 9 bis um 19 Uhr diese Fläche hier verlegt. Das Schnellste war eigentlich hier diese Langbahn und das, was am größten Zeitaufwand war, waren natürlich die Ecken und auch hinten die Heizung. Ich habe mich da am Anfang zweimal verschnitten, aber einen guten Tipp kann ich geben. Ich habe am Anfang drüber gelacht zum Thema Knieschoner und ich ziehe jetzt nicht meine Hose hoch und zeige euch meine Kniescheiben, aber ich habe links zwei und rechts zwei offene Stellen, also es tut richtig weh, es sind Blasen vorhanden, deswegen, wenn jemand ein kleines Zimmer macht, okay, aber bei so einem Raum, ich denke mal, ich werde mir jetzt dann auch noch so welche bestellen und wir haben ja noch 1, 2, 3, 4 Zimmer plus den Flur und die Treppe, wo wir beschlagen, vor mir, also da hole ich mir noch so Teile. Ja, wir machen jetzt noch hier den Rest, ja? Und dann steht hier hinten schon der Kühlschrank.
Das heißt, wir holen dann die ganzen Pakete. Da freue ich mich auch schon drauf, weil es ist endlich mal eine Sache, wo man sich wieder strecken und stellen kann. Und bauen heute, soweit wie es geht, die Küche ein. Hier haben wir, glaube ich, den Backofen, genau. Spülmaschine, da ist die Euro, nicht die Euro, die Palette drauf. Was haben wir hier? Dunstabzugshaube dürfte das sein. Das haben wir alles, also besser gesagt, meine Frau im Internet bestellt. Gutes Angebot. Und da wird da heute auch noch ein bisschen was aufgestellt. Vielleicht mache ich später dann auch nochmal hier am Tag 58 so ein kleines Abschlussvideo, wie die Küche aussieht, weil unter der Woche mache ich ja nicht allzu viel mit Filmen. Da sind auch die Handwerker hier meistens dann am Wochenende. Dann sage ich vielleicht bis später oder bis nächste Woche. So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe es mit meinem Nachtrag gestern am Sonntag einfach nicht mehr geschafft, weil es einfach zu dunkel war. Ich hatte auch keine Lust mehr. Mir hat alle Knochen wehgetan hier von dem Laminat noch. Aber jetzt noch kurz dran gehangen. Wir haben jetzt hier noch komplett fertig gemacht. Da war ja dieses Teilstück noch nicht. Und hier um die Treppe rum, das war noch ein bisschen Sägearbeiten. Hier haben wir uns jetzt überlegt, dass wir einfach solche Winkel uns kaufen praktisch. Das haben wir auch im Internet gesehen. Die kann man entweder aufkleben oder aufschrauben. Müssen wir mal gucken, was hier besser hält. Wir haben ja unten Mauerwerk. Da wäre es natürlich auch von Vorteil, allein um das Ganze ein bisschen runterzuhalten, einfach hier stabil zu halten, dass man es vielleicht unten ins Mauerwerk reinmacht. Aber da haben wir uns noch nichts überlegt. Wir haben jetzt auch schon die ganzen Keile gestern entfernt. Unten hört man gerade die Spülmaschine, die habe ich gestern auch noch angeschlossen. Und da musste ich noch ein bisschen nachbetonieren. Und dann haben wir angefangen, schon die ganzen Elektrogeräte zu kontrollieren. Hier haben wir eine kleine Reklamation. Also das war nicht durch den Transport, das müsste irgendwie beim Verpacken oder bei der Lagerung passiert sein, weil Styropor war in Ordnung, war nichts gebrochen. Vielleicht bekommen wir es ein bisschen günstiger, weil hier sowieso die Holzfront draufkommt, die weiße, wie man es hier sieht. Und da ist die Spülmaschine. Hier habe ich auch schon, upsala, jetzt geht's Brett ab. Hier kommt so ein Zwischenbrett dran. Ja, das muss man sich dann vorstellen, das kommt so schräg hier rein, dass einfach der Abstand hier gegeben ist, damit von der Berechnung hier alles stimmt. Da kommt so ein Drehkarussell rein, das liegt jetzt hier oben. Wie gesagt, hier die Spülmaschine, dann haben wir hier den Herd, den Backofen. Der kommt in einen Hochschrank, also der ist dann auf Augenhöhe. Da muss man sich nicht mehr abbuckeln. Hier kommt das große Waschbecken rein, das packe ich aber jetzt nicht aus. Das ist so ein weißes, ist es Email oder ist es... Ich weiß gar nicht, was es ist, bevor ich jetzt was Falsches sage. Es ist auf jeden Fall so diese Art Stein. Es ist kein Kunststoff. Ich glaube, es ist Email oder so eine Art, wie das heute heißt. Das letzte Mal war es einfach so ein ganz normales Dünnblech. Also ich hatte noch nie ein anderes, deswegen kenne ich mich da nicht aus. Und das hier habe ich alles die nächsten 2 Tage noch vor mir. Da hinten stehen die Arbeitsplatten an der Wand. Haben wir hier ein bisschen Pappe rein. Und da ist dann, wie gesagt, nur noch der eine hohe Schrank für den Backofen. Den Gasherd haben wir im Keller gelassen. Der kommt dann auch hier als nächstes. Und ich baue jetzt erstmal die ganzen Schränke zusammen. Mal abwarten, was mit dem Kühlschrank passiert. Den kann man dann schon einpassen. Und dann nimmt das Ganze Formen an.